Willkommen, liebe Zuschauer. Wenige Menschen sind so mutig zu sagen, was in ihrem persönlichen Arbeitsbereich gesagt werden muss. Heute habe ich hier jemanden, der definitiv zum Thema Schulen und der Schulproblematik sehr, sehr viel zu sagen hat. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Christian Klar. Hallo, freut mich, dass ich da bin. Was ich voranschicken möchte, nachdem der Herr Klar auch politisch sich engagiert, ist, dass wir hier in der Politik- und parteifreien Zone sind. Das ist Freisprech-TV und ich finde es schön, dass es so eine Zone der Begegnung gibt, wo man überparteilich ganz einfach über wichtige Themen sprechen kann. Und ich denke, es gibt kaum etwas Wichtigeres als die Sorge um unsere Kinder. Das ist das höchste Gut jeder Gesellschaft. Stimmen Sie mir dabei? Da stimme ich Ihnen absolut zu. Sie sind mutig, Sie sind auch sehr oft im Bild gewesen, nur noch nicht bei uns. Und Ihr Thema ist die Problematik an den Schulen. Sie haben ein sehr schönes Motto auf Ihrer Homepage, damit könnte man eigentlich zu diesem Thema einsteigen. Sie sagen, wer die tolerante Gesellschaft erhalten möchte, muss intolerant gegenüber den Intoleranten sein, das Toleranzparadoxon. Könnten Sie uns das noch ein bisschen näher erklären, was das eigentlich dann bedeutet? Im Ende bedeutet das, dass wir als Gesellschaft überlegen müssen oder auch schon überlegt haben, wie unsere Gesellschaft, wie unsere Staatsform, unsere liberale Welt aussehen sollte. Und ich glaube, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt, und zwar nicht, weil die Flüsse und Seen so schön sind. Auch das, wobei es jetzt mit Wasser vielleicht im Moment ein schlechter Vergleich, aber ich glaube, Sie verstehen mich. Sondern deshalb, weil unsere Vorfahren nach einer sehr dunklen Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, einen Staat aufgebaut haben, der den Menschen die Freiheit gibt, solange sie andere Freiheit nicht belästigen, zu leben, wie es in wenigen anderen Orten der Welt möglich ist. Und diese Freiheit und dieses Leben und auch diesen Lebensstandard, den gilt es zu halten und gegen jede, intolerante Strömung zu verteidigen. Ja, aber die Konsequenz dieses Toleranzparadoxons nach Karl Popper ist ja, dass im Prinzip sonst die Intoleranten übrig bleiben. Aber weil Sie das Wasser erwähnt haben, kann man an dieser Stelle definitiv auch sagen, vielen herzlichen Dank all den Österreichern und der österreichischen Seele. Es sind sofort so viele Helfer zur Stelle gewesen. Es ist total berührend, nachdem dieses Land doch sehr gespalten ist im Moment, dass wenn wirklich Not ist, die Menschen komplett zusammenhalten, koste es, was es wolle. Und das finde ich ganz, ganz schön. Vielen Dank allen, die geholfen haben. So, dann gehen wir zurück zum Schulthema. Was sehen Sie, was erleben Sie, was ist los an unseren Schulen? Was ist das Problem und wie könnte eine mögliche Lösung gehen? Ja, also ich glaube, das Problem ist sehr vielschichtig. Es ist nicht nur, aber ich gehe doch gleich zuerst zum zentralen Punkt, schon ein Aufeinanderprallen der Kulturen. Susanne Wiesinger hat ja damals ihr Buch Kulturkampf im Klassenzimmer genannt. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung, welche Kultur wird sich durchsetzen, die ist hier im vollen Gange. Und ich muss sagen, die westliche, die europäische Kultur ist mir einfach viel, viel näher. Und ich habe Verständnis für jede andere Kultur, aber ich möchte nicht, dass unsere zerstört wird. Was meinen Sie damit? Wie kann diese Kultur zerstört werden? Was erleben Sie Tag für Tag? Ich erlebe Tag für Tag, dass der Islam eine ganz, ganz große Rolle im Alltag, im Schulalltag, aber auch sonst im Alltag spielt, dass das auch die Nicht-Muslime beeinflusst und, wenn man sich die islamische Lehre ansieht, auch die Nicht-Muslime beeinflussen muss. Das ist das Ziel. Und deshalb denke ich mir, wir müssen das sehr stark uns einsetzen, Religion als Privatsache zu betrachten. Wer seine Religion leben will, soll sie leben. Aber er hat nicht andere Nicht-Muslime, denen zu erklären, wie sie sich zu verhalten haben. Und das kommt in meiner Schule, wir haben ja viel, viel mehr Muslime als Nicht-Muslime. Aber auch da gibt es ganz viele liberale, offene Familien und Kinder. Und die werden immer wieder von, sagen wir, konservativen Muslimen unter Druck gesetzt, dass sie die Religion mehr beachten müssen, dass sie im Ramadan fasten müssen, dass sie ein Kopftuch tragen sollen, was sie für Kleidung tragen, was sie essen dürfen, was Haram ist. Und all das geht mich, und das ist das Ende der Freiheit,
Meine Freiheit endet dort, wo sie die Freiheit anderer beeinflusst. Und das steht niemandem zu, anderen vorzuschreiben, dass sie unbedingt wahnsinnig religiös sein müssen, islamisch religiös. Jetzt ist Ihr Schulmittelpunkt Floridsdorf. Das Thema, das Sie angesprochen haben, dass muslimische Schulkinder offensichtlich andere Schulkinder mehr oder weniger dazu animieren, sich mit dem muslimischen Gedankengut auseinanderzusetzen. Ist das Teil der Religion oder warum passiert das? Wie kann man sich das vorstellen? Also es ist immer ganz wichtig zu betonen, wenn ich über die Religion oder den Inhalt der Religion rede, womit ich mich sehr intensiv beschäftige, dann spreche ich nicht über Menschen. Also sowohl bei mir in der Schule gibt es Muslime, die sind sogenannte Feiertagsmuslime, die wollen sich in die Gesellschaft integrieren, die wollen mit uns zusammenleben, so wie wir leben. Ich erlebe das, ich komme aus dem Sportbereich. Ich war jahrzehntelang Basketballtrainer. Ich spiele Fußball manchmal. Im Sport interessiert mich nicht, welche Religion der andere hat. Und er sagt es mir auch nicht. Wir reden über Sport. Wir gehen vielleicht nachher ein Bier trinken. Und das ist die persönliche Freiheit. Und ich glaube, dorthin muss es sich wieder bewegen. Es kann nicht sein, dass bei jedem Schulessen, bei jedem Schulausflug das Thema der Islam und in der Lehre steht und wir wollen, dass jetzt so Thema sein kann. Und ich glaube, dann kann man sich aber auch die Lehre ansehen. Das kann man ja auch googeln, man kann sich den Koran kaufen, man kann die Sunna, die Hadithen nachlesen. Und da steht schon einiges drinnen, was mit unserer westlichen Gedankenwelt nicht vereinbar ist. Und ich glaube, da muss man ganz konsequent sagen, das, was aus der islamischen Lehre zu unserer westlichen liberalen Demokratie, zu den UNO-Menschenrechten nicht passt, das hat auch hier in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unseren öffentlichen Schulen nichts verloren. Aber wie wollen Sie das jetzt wieder neu ordnen? Weil es sind nun mal die Themen an den Schulen angekommen. Sie haben gesagt, die Problematik ist da. Wie könnte das funktionieren? Also ich glaube schon, dass man sehr, sehr vielen Schrauben drehen kann. Ich wäre immer wieder, wir versuchen ja zu lehren, also ich bin da bei einer Organisation dabei, die sich sehr intensiv mit der islamischen Lehre beschäftigt. Wir versuchen zu lehren und ich glaube, das ist der allererste Schritt, dass alle Entscheidungsträger, alle, die damit zu tun haben, das heißt, es wäre ganz wichtig in der Lehrerausbildung, Theorie der islamischen Lehre. Es wäre wichtig, eine Schulung für jeden Politiker, nach Möglichkeit auch für jeden Journalisten, Journalisten und Journalistinnen, Politiker und Politikerinnen natürlich. Also wir wollen das schon korrekt sagen. Und dann kann man nachdenken, welche Lösungen gibt. Und ich maße mir nicht an, ich habe viele Ideen, aber ich maße mir nicht an, dass alle Ideen gut sind. Ich maße mir nicht an, dass alle durchführbar sind. Aber es muss erlaubt sein, darüber nachzudenken. Und wenn ich nur ein Beispiel nehme, dass wir, noch nicht überall umgesetzt, aber grundsätzlich Mann und Frau als gleich und gleichberechtigt ansehen, dann widerspricht das zum Beispiel schon der islamischen Lehre. Da könnte ich jetzt viele Koran und Sunna und Hadithen Zitate bringen. Ich bringe das Einfachste, das sogar im iranischen Gesetz steht. Zwei Männer können irgendetwas bezeugen. Aber wenn ein Mann ausfällt, dann braucht man stattdessen zwei Frauen, weil sie weniger Bedeutung haben. Und das Zitat im Koran ist, ist das nicht der Beweis, dass Frauen weniger intelligent sind? Also in der Grundhaltung Mann-Frau haben wir schon das erste Problem. Jetzt sind Sie Lehrer. Was unterrichten Sie für Fächer? Als Direktor und gesupplieren, alles das, was notwendig ist, oder wenn ich mir denke, es ist gut, in eine Klasse zu gehen, damit sie wieder mal mich hören, was ich mir vorstelle, wie sie sich benehmen. Aber ich bin grundsätzlich Mathematik- und Sportlehrer. Okay. Wenn Sie jetzt in so eine Klasse hineingehen und Sie haben sicher, es gibt sicher auch in Ihrer Schule eine Klasse, wo Sie sagen, okay, da geht es über das Andersdenken und Anderssein hinaus, da geht es auch dann in die Richtung von Gewalt. Haben Sie das auch in Ihrer Schule? Ja, selbstverständlich. Es gibt Mobbing gegenüber nicht braven Muslimen oder gegenüber Nicht-Muslimen. Es gibt Gewalt. Es ist eigentlich, die Gewalt nimmt insgesamt zu. Aber
fast jeder Konflikt ist, der hat meine Religion beleidigt, der hat mein Volk beleidigt, der hat meine Kultur beleidigt, meine Mutter beleidigt, meine Religion beleidigt, ich muss ihn schlagen. Und mitunter hat man dann sogar Eltern bei sich sitzen, die sagen, na ja, wenn die Religion beleidigt wird, dann muss er schlagen. Und man muss mal den Eltern erklären, dass Gewalt in keinem Fall erlaubt ist. Und also es gibt jetzt selten den Konflikt, der hat mir einen Stift weggenommen oder sonst irgendwas. Es geht immer um Beleidigung, und zwar nicht mal persönliche Beleidigung, sondern der Kultur, der Religion, der Nation und so weiter. Und das ist eigentlich der Auslöser für nahezu alle Konflikte, die wir in der Schule haben. Was haben Sie dann für eine Handhabe als Schuldirektor? Was machen Sie dann? Naja, rechtlich haben wir viel zu wenig Handhabe. Das ist, glaube ich, schon einmal einer der Punkte, den ich glaube, dass wir ihn ändern müssen. Aber sonst geht es um starke Persönlichkeit, um starke Autorität und um sich durchsetzen, ohne aber, sagen wir jetzt, der Polizist kann ein Strafmandat austeilen. Solche Möglichkeiten haben wir nicht. Aber was machen Sie nun? Sie sind jetzt ein Mann, der sich definitiv durchsetzen kann. Sie sind ein Mensch der Bildung. Sie gehen auch über den Weg der Weiterbildung, in den Sie den Schülern die verschiedenen unterschiedlichen Perspektiven auch der Kulturen und der Religionen aufzeigen. Ist ja ganz, ganz wichtig. Der Weg geht immer über Bildung. Aber was macht jetzt eine Lehrerin? Also erstmal auf den Rückhalt der Schulleitung hoffen, auch das ist nicht immer gegeben. Und als Schulleitung auf den Rückhalt der nächsten, übernächsten, also bis zur Bildungsdirektion, bis zum Ministerium, auf Rückhalt zu vertrauen und vertrauen zu können. Das haben meine Lehrer und Lehrerinnen in der Schule. Also wenn ein Konflikt auftritt und bis zu mir landet, dann stelle ich mich sehr kräftig hinter meine Lehrer und Lehrerinnen, und ich lade die Eltern vor. Es gibt ein strenges Gespräch, es gibt vielleicht einen Verweis in eine andere Klasse, wenn der dort nicht hinpasst, egal ob der oder die das möchte oder nicht. Wir haben immer dann, wenn es Bedarf gibt, eine sogenannte Timeout-Klasse. Da können sich jene Schüler, die das sich in der Klasse nicht kontrollieren können, eine Woche lang beruhigen, erholen, und das tut man am besten in Stille und schreibend. Und das funktioniert ganz gut. Und es Naja. gibt, ja, also eigentlich ist es eine Kraft der Persönlichkeit, wenig Sanktionsmöglichkeiten. Genau, und es braucht Autorität und Menschen, so wie Sie, die von denen auch akzeptiert und respektiert werden. Aber das ist ja an den meisten Schulen, jetzt würde ich sagen, eher nicht so. Sondern da versucht man genau über das Zitat zu Beginn mit Toleranz gegenüber den Intoleranten zu agieren, weil man ganz einfach nicht versteht, worauf man sich einlässt. Und das ist ja das, was sie im Prinzip aufzeigen. Das ist ja die Gefahr. Das heißt, hier gibt es zu wenig Information, zu wenig Wissen. Und in weiterer Folge haben wir hier ein Riesenproblem, das ja auch kaum mehr bewältigbar ist. Denn wer soll sich um all diese Menschen kümmern, um ihre Bildung, um ihre Weiterentwicklung, um ihre Integration? Wie sieht es denn damit aus? Wie sehen Sie denn das? Ich meine, Sie haben ja nicht nur den Fokus auf Ihrer Schule. Nachdem Sie so in der Öffentlichkeit mit dem Thema sind, gehe ich davon aus, dass sich sehr viele Kollegen bei Ihnen mit ihren Problemen melden. Ja, ich mag nur ein Beispiel bringen. Also ich habe diese Forderungen auch schon oft gehabt, nach einem Gebetsraum für Muslime, und dass sie den Gebetsteppich mitbringen können und so weiter. Das wird bei mir rigoros verboten. Also die Antwort ist relativ einfach. Wir haben keine Kapelle, keine Synagoge, wir haben auch keine Moschee. Gebetet wird im Religionsunterricht und sonst in der Schule nicht. Punkt. Und dann rufen mich Kollegen an und erzählen mir von dem Problem, und ich sage, ja, verbieten, so mache ich das. Und die sagen, ja, möchte ich auch, aber ich habe das Gefühl, ich habe keine Rückenstärkung. Und wenn sich die dann in der Bildungsdirektion oder im Ministerium oder wo auch immer beschweren, dann bekomme ich Probleme. Und ich glaube, das darf nicht sein. Da müsste ganz klar von ganz oben eine Direktive kommen, am besten auf der Titelseite der Kronenzeitung, nicht, dass ich andere Zeitungen nicht bewerben möchte, aber ganz groß oder auf den Gratiszeitungen: in Österreichs öffentlichen Schulen gibt es keine Gebetsräume. Rufzeichen. Und dann ist das Thema besprochen, und dann kann niemand kommen, aber, und es ist mein Recht und ich möchte. Also es wäre eine dieser Schrauben, an denen man drehen kann. Ich bin der Meinung, man müsste dringend wieder einen Ansatz machen, wieder beginnend natürlich
Kindergarten, Volksschule, ein Kopftuchverbot, und zwar sowohl für die Kinder als auch für die Lehrenden oder Beaufsichtigenden, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir wollen ja gute Lehrer und Lehrerinnen haben, und gute Lehrer und Lehrerinnen sind Vorbilder für die Kinder. Und wenn wir viele Lehrerinnen mit Kopftuch haben, dann werden viele Kinder motiviert, auch ein Kopftuch zu tragen, zusätzlich zu den anderen TikTok-Influencerinnen und so weiter. Und ich glaube, dass wir das als Gesellschaft in Wahrheit nicht wollen. Und dann können diese Frauen, die unbedingt ein Kopftuch tragen müssen, in Berufen arbeiten, wo sie nicht in der Öffentlichkeit stehen und vor allem nicht Vorbilder für Kinder sind. Das halte ich für einen wichtigen Aspekt. Und das gibt das Gesetz sogar her, habe ich mich erkundigt. Eine Firma, eine Organisation kann durchaus sagen, aus diesen und diesen Gründen ist ein Kopftuch bei uns im Beruf nicht möglich. Es ist ja auch irgendwo logisch, weil wenn man jetzt umgekehrt in Länder fährt, wo jetzt diese andere Religion federführend ist oder auch Staatsform ist, dann haben wir uns auch entsprechend konform den Regeln, die es dort gibt, unterzuordnen. Und das ist eine Frage der Einstellung, ja. Und umgekehrt tun wir das offensichtlich nicht konsequent genug. Was aber dann meistens kommt von der anderen Seite, ist das Thema, ich fühle mich diskriminiert. Wir könnten das Thema der Diskriminierung in diesen anderen Ländern niemals als Punkt bringen. Man würde uns auslachen, höchstwahrscheinlich, gehe ich aus davon. Aber hier funktioniert das. Ist das Problem nicht schon weitaus viel zu groß und vorangeschritten, wie ein Schneeball, der einfach schon zu groß ist, dass man ihn noch aufhalten könnte? Wie beurteilen Sie die Lage, wenn Sie von 0 bis 10 skalieren müssten, und 10 ist quasi die Lawine? Wo sind wir denn gerade? Naja, ich antworte gern mit Geschichten. Ich war mal bei einer Veranstaltung, wo Ahmad Mansur referiert hat, und nach der Veranstaltung meldet sich eine Frau, ich glaube, sie war aus dem Iran, zu Wort und sagt: Herr Mansur, Ihr Vortrag war großartig und ich stimme Ihnen überall zu. Nur in einem Punkt stimme ich Ihnen nicht zu. Sie haben gesagt, es ist 12:05, Europa muss reagieren. Und ich sage Ihnen, es ist 12:10, Europa hätte reagieren müssen. Das vielleicht als kleine Beschreibung. Im Übrigen, dieser Vortrag ist schon 5 Jahre zumindest her. Und damals schon haben viele gesagt, es ist zu spät. Aber ich möchte dann auch ganz persönlich, ich habe einen älteren Bruder und der stimmt mir inhaltlich ja sehr zu mit dem, was ich mache. Aber dann sagt er: Ich glaube, wir können es eh nicht aufhalten, aber wenn es so richtig durchbricht, sind wir schon im Altersheim und kriegen es nicht mit. Reg dich nicht so auf, gehen wir lieber Tennis spielen. Jetzt spiele ich gern Tennis, wenn ich Zeit dazu habe, aber da gibt es ein Lied von Tim Bensko: Ich muss nur noch kurz die Welt retten. Und ich versuche für meine Kinder und Enkelkinder das Steuer noch herumzureißen, und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das ist eine sehr gute Einstellung. Man weiß nie, wann es wirklich vorbei ist. Man muss immer dranbleiben. Das ist ganz eine wichtige Einstellung. Ist auch meine. Deswegen sitze ich hier. Sie werden aber doch bestimmt auch, nachdem Sie sich so geoutet haben, ja, und Sie sind sichtbar geworden. Dazu braucht es Mut, weil man wird dann natürlich auch angefeindet. Wie sieht es denn damit eigentlich bei Ihnen aus? Wird dann nicht auch auf Sie losgegangen, genau von denen Sie sagen, nein, hier gibt es jetzt keinen Gebetsraum in der Schule? Das Interessante ist, dass das Wichtigste, was auch aus der Kultur heraus, woher die Menschen kommen, was sie brauchen, um zu reagieren und auch Respekt zu haben, ist Haltung und Konsequenz und auch eine Persönlichkeit, zu der man steht, und eine Meinung, zu der man steht. Und natürlich, das ist ganz normal, die zum Beispiel in der Schule beten wollen, die haben eine Agenda, die wollen was erreichen. Aber wenn ich Ihnen sage, das gibt es hier nicht, dann gibt es eigentlich gar nicht Beschwerden und Streit, sondern dann gibt es den Respekt, dass man sagt, okay, da gibt es eine klare Linie, das akzeptieren wir, und dann gibt es das eben nicht. Und ich glaube, dass das schon ein Teil der Lösung ist, egal wo wir hinschauen. Ich glaube auch, dass wir zum Beispiel, weil das auch so zeigt, wie weit wir schon fortgeschritten sind. Vor 4, 5 Jahren, wenn ein Mädchen mit Kopftuch in die Schule gekommen ist, das vorher keines hatte,
haben wir überlegt, wird sie vom Vater gezwungen, wird sie von der Mutter, vom Bruder, machen die Freunde des Bruders Druck auf ihn, deine Schwester ist eine Hure, wenn sie kein Kopftuch trägt und solche Geschichten. Das hat sich völlig gewandelt. Inzwischen haben wir schon die einfach religiösen Familien auch, aber eine ganz große Zahl von Hijab-Bräuten, sage ich jetzt, die ganz stolz eben Abaya, Hijab, ganz eingerahmt das Gesicht vor sich hertragen, die dann das Handy als Spiegel verwenden, schauen, ob das perfekt sitzt und so weiter. Das sind Statements. Das hat nichts mit Religionsfreiheit zu tun. Das sind Statements über die Islamisierung. Und da hat einmal eine Elternvertreterin zu mir gesagt, wie verrückt Österreich, auch andere Länder, aber Österreich ist, weil der Flughafen, die Ämter, die Werbung, wenn wir uns jetzt anschauen, manche Firmen werben mit, Bewerbungen mit Frauen, Fotos von Frauen mit Kopftuch, die Geschäfte, das ist die Visitenkarte eines Landes. Und inzwischen hat Österreich in anderen Ländern eine islamische Visitenkarte. Und ich glaube, das geht in die falsche Richtung. Wir sollten unsere westlichen Werte hochhalten und keine islamische Visitenkarte haben. Ja, da hat sich was aufgeweicht und das ist eigentlich sehr sichtbar für den Identitätsverlust, den wir auch als Österreicher und Österreicherinnen erleben. Und in der Gesellschaft ist es auch schon verpönt, so klare Worte zu finden wie Sie und ich jetzt. Da muss man immer ganz vorsichtig sein, damit man es allen recht tut. Und genau das führt dann zu dieser Visitenkarte, weil wenn man nicht für was einsteht und ja, und klar seine Meinung sagt und Nein sagen kann, dann passiert halt das, von dem wir gerade hier sprechen. Man wird overruled, Vielleicht logisch. darf ich Ihnen da doch widersprechen. In der Unbedingt, Sie dürfen mir immer widersprechen. Gesellschaft ist das nämlich tatsächlich nicht so. Und das war schon vorher so, aber ist jetzt mit den letzten Medienauftritten und dem Buch, das ich geschrieben habe, noch stärker zutage getreten. Die Gesellschaft, die Menschen, die Bevölkerung, wie immer Sie das formulieren wollen, da bekomme ich wahnsinnig viel Zustimmung. Das Problem ist, dass die Politik, und das gilt genauso wie beim Islam, nicht alle Ja. Muslime, in der Politik sind es nicht alle Politiker und Ja, immer, Politikerinnen, ja. Sie haben recht. aber die Politik, da ist es verpönt, da möchte man das nicht hören. In der Medienszene möchte man es eigentlich nicht hören. Man hört sich es dann an, weil es ein guter Aufreger, weil es ein guter Aufhänger ist, weil man eine Diskussion bekommt. Aber letztendlich will man auch in der Medienszene nicht wirklich hören, dass wir hier ein gravierendes gesellschaftliches Problem haben. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, dieses ich sage, und warum ist das so? Warum Also, ist das so? ich glaub, dass das wirklich gar nicht bös gemeint ist. Ich glaube, dass wirklich wir natürlich mit unserer Vergangenheit immer aufpassen wollen, niemanden zu diskriminieren. Sie Und meinen, das ist dabei dieser ewige Schuldkomplex? der ewige Schuldkomplex und dass es den tatsächlich gibt und deshalb ja auch die Probleme, und ich stimme zu, dass ich keine Rechtsextremen und keinen Neonazis und Faschisten, die werden nie meine Freunde werden, Da stimme aber ich Ihnen auch zu. Meine sind auch nicht solche. ja, aber wir verorten immer dort das Problem, die diskriminieren. Aber das ist ja eine relativ kleine Gruppe, meiner Meinung nach. Und vor lauter Toleranz übersehen wir, weil wir uns mit der Lehre nicht beschäftigen und mit den Zielen und mit der Politik des Islam. Deshalb glauben wir, hier geht es um Diskriminierung. In Wahrheit sind aber sehr viele Inhalte und die können nun mal Extremisten aus der Lehre sich übernehmen. Dort steht sehr identisch mit dem, was im Zweiten Weltkrieg die Haltung der Deutschen war. Da gibt es sehr viele Überschneidungen. Das Herrenvolk, die Muslime, die anderen müssen unterdrückt werden, man muss die Macht ergreifen und, und. Also da gibt es sehr viele Vergleiche, das habe ich schlecht ausgedrückt. Da gibt es Wissenschaftler, die diese Vergleiche sehr, sehr gut zeigen in der islamischen Lehre und bei extremistischen, also bei Islamisten. Man redet nie über alle Muslime.
Na, das ist Aber wichtig, ja. das sehen wir nicht und das wollen wir nicht sehen, weil wir uns wünschen, dass das alles kein Problem ist, damit wir zu einer gemeinsamen Gesellschaft werden können. Und das ist, glaube ich, ein Antrieb von vielen Menschen, dass man das, was man sich wünscht, versucht auch zu sehen. Und ich glaube, wir müssten da ein bisschen der Realität ins Auge sehen und dann, und das versuche ich. Das versuche ich bei Politikern, das versuche ich in Medien. Ich versuche halt auch gemeinsam mit der Organisation Aufklärungsarbeit zu leisten. Schauen wir mal. Damit sind wir eigentlich wieder am Anfang des Gesprächs und das ist der wesentliche Punkt. Es geht hier immer um einen Mangel an Wissen und an Bildung und Sie gehen den Weg der Aufklärung. Das war immer schon wichtig. Ja. Zeit, die Aufklärung. Darf ich Sie jetzt noch fragen, weil Sie es ein paar Mal sehr bescheiden erwähnt haben? Sie haben ein Buch geschrieben, bitte um den Titel, das würden wir schon auch gerne noch ins Bild bringen. Ich habe kein Buch mehr, es ist momentan ausverkauft. Morgen kommen die neuen Lieferungen, aber ich habe eine Kopie und unten, das wird man da nicht sehen, es gibt auch einen QR-Code, wo man auf meine Homepage vom Buch schauen kann. Das heißt, was ist los in unseren Schulen? Es sind sehr pragmatisch, mit dem Versuch, manchmal auch es ein bisschen humorvoll zu formulieren, Schulgeschichten erzählt und Schlussfolgerungen daraus beschrieben. Das geht von, was kann man tun, um keine Gewalt in der Schule zu haben, um eine angstfreie Schule zu haben, bis zu, welche Probleme sind wirklich vom Islam, ausgehend und dazu natürlich auch die entsprechenden Zitate, um das zu belegen, die ich sehr, sehr gut kontrollieren habe lassen, dass da sicher nichts falsch ist, weil nichts schlimmer, als wenn man ein Zitat, das doch, sagen wir mal, sehr strittig ist, wohin schreibt und dann ist das nicht nachprüfbar richtig. Und das ist quasi dadurch nicht nur ein Hinweis, wie geht es zu in den Schulen, wie müssen wir insgesamt reagieren, um eine leistungsfähige Gesellschaft zu haben, weil wir brauchen, ich sage es ganz vereinfacht, wir brauchen zukünftige Steuerzahler, sonst wird das alles schwierig. Das heißt, das Ziel muss sein, dass unsere Kinder von jetzt in der Zukunft arbeiten und möglichst gut arbeiten. Und auch das ist manchmal schwierig in manchen Klassensituationen, wenn wir nicht die Störer in ein anderes Setting bringen. Also ich glaube, das ist auch ein Gedanke, den wir uns angewöhnen müssen, nicht immer nachzudenken, was passiert mit dem Täter oder der Täterin, sondern nachdenken, was hat das für Auswirkungen, wenn so ein Täter, der jeden Tag wen anderen verprügelt oder über den Tisch springt während der Mathematikstunde, was hat das für Auswirkungen auf die 24 anderen? Und ich Genau. glaube, da müssen wir mehr auf die 24 anderen schauen und sagen, die haben ein Recht auf angstfreie Schule. Und da muss man halt für die, die das nicht gewährleisten wollen, ein anderes Setting finden. Also das hat jetzt dann nicht direkt mit der Religion zu tun, aber auch das steht im Buch drinnen. Ja, ich glaube, es ist ein gelungenes Buch und kann es nur empfehlen, Nona nicht. Aber ich glaube, ja, ich glaube, es kann zum Nachdenken anregen, es kann ein Weckruf sein und vielleicht schaffen wir es dann, dass in Zukunft in Österreich an einigen Schrauben gedreht wird, wo unsere Gesellschaft sich so erhält, wie ich sie mir wünsche, oder sich wieder dorthin verändert. Ja, ich glaube, das ist ein sehr wertvolles Buch, weil es gibt allen Infos, nämlich den Betroffenen, den Familien, die sich integrieren wollen und auch den Politikern. Und ich würde natürlich auch vor allem den Menschen aus den Medien dringend empfehlen, sich vielleicht hier ein wenig weiterzubilden, damit sie auf Augenhöhe mit ihnen in Zukunft diskutieren können. Und ansonsten, ja, wünsche ich uns, dass wir so weit kommen, dass wir an den Schrauben drehen dürfen, weil ich halte das für eines der wichtigsten Themen, dass es den Kindern in unserem Land gut geht. Das liegt mir persönlich sehr am Herzen. Mir auch. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Herr Professor Klar. Alles Liebe. Dankeschön.